Hallo lieber Wassermann und willkommen zu deiner Tarotbotschaft für die erste Monatshälfte im April, also den Zeitraum vom 1. bis 15.04. Ich bin Daniela von Sonne, Sand, Meer Tarot. Das hier ist wie immer eine allgemeine Legung, sie passt nicht für jeden. Ich gebe keine persönlichen Ratschläge und wie immer darfst du dich von dem, was dich anspricht, inspirieren lassen. Und den Rest in das beiseite. Und wir schauen hier in Göttinnen-Energien hinein für diese Tarotbotschaft für diese erste Monatshälfte im April. Und ich habe hier Morgaine Le Fay für dich gezogen. Und für dich geht es um Rhythmen bzw. um Rhythmus, darum deinen eigenen Rhythmus zu finden. Und das bedeutet, dass du dir einfach mal genau überlegen sollst, wann ist für dich die beste Zeit zum Schlafen, zum Essen, zum Kreativsein, zum Sport machen. Oder verbrauchst du vielleicht deine Lebenskraft, indem du dich an die Zeitpläne und Rhythmen anderer Menschen anpasst, obwohl das für dich eigentlich völlig wieder natürlich ist. Und dann eben auch nochmal zu schauen, was du tun kannst, um das möglicherweise zu ändern oder zu optimieren. Und ja, diese Rhythmen, die werden uns ja teilweise von anderen Menschen aufgedrängt, manchmal von Familienmitgliedern, manchmal von der Arbeit. Und wir sind manchmal so sehr drin in dem Trott, dass wir da gar nicht wirklich darüber rauskommen. Und das Fließen von deinem eigenen Rhythmus, von deinem eigenen Timing, von dem, wie dir die Dinge eigentlich in deinen persönlichen Tagesablauf passen, wenn du ihn für dich organisieren kannst, das gibt dir einfach viel mehr Kraft, weil du nicht länger das unterdrückst, was für dich ganz natürlich ist. Und Morgaine Le Fay gibt dir diesen Hinweis eben auch, damit du deine Lebenskraft, deine Gesundheit und deine Ganzheit entfalten kannst, indem du ja mit dir selbst intakt bist. Und ich gehe im Moment immer mal auch gerne ein bisschen auf diese Orakelkarten ein, vor allem wenn ich die Decks nicht so oft benutze. Einfach weil diese Orakelkarte allein schon eine so große und wichtige Botschaft mitbringt, dass ich dem Ganzen hier einfach ein wenig Raum geben möchte. Synchronizität, ja. Also du kommst mit dem Leben in Synchronizität, auch mit dir selbst in Synchronizität, wenn du eben schaust, was ist dein eigener Rhythmus, ja. Wir schauen weiter in die Tarotkarten. Ich ziehe wieder drei Karten. Die erste ist eine Aufgabe oder Herausforderung. Die zweite der Rat der geistigen Welt. Und die dritte ein mögliches Ergebnis, das immer mit dem Denken, Fühlen und Handeln zusammenhängt. Wir haben hier die Königin der Kelche, den Narren und den Mond. Ja. Die Königin der Kelche, die sitzt immer an diesem See und sie schaut in ihr eigenes Spiegelbild. Ja, das ist quasi eine Karte, die sagen kann, schau in den Spiegel, ja, schau in den Spiegel deines Lebens, schau, was dir zuträglich ist, schau, was dir nicht zuträglich ist. Überleg dir mal genau, wann ist deine Zeit für was? Wann ist die Zeit, wo du gerne schlafen gehen willst? Wann ist die Zeit, wann du gerne aufwachen willst? Wann du Sport machen willst, wann du essen willst, wann du vor allem auch wie viel essen willst und was du essen willst. Ja, es geht so in ein tiefes in dich selbst hineinschauen. Und die Karten sagen, einerseits gibt es Dinge in deinem Leben, die sind dir total zu viel. Andererseits sind da auch Chancen und Möglichkeiten, die sich zeigen wollen, die du gar nicht wahrnimmst, weil du nicht hinschaust. Eben weil es einige Dinge gibt, die dir zu viel sind. Und das kann immer mal bedeuten, dass man die Schnauze voll hat von etwas, dass man ja einfach auch gerne irgendetwas verändern möchte. Und diese Karte hier in der Mitte, das ist immer so das Zentrale hier in dieser Legung, nämlich der Rat der geistigen Welt für den Wassermann. Und
Die geistige Welt rät dem Wassermann, ja, beginne irgendwo neu. Schau, dass du mit verschiedenen Dingen in deinem Leben, mit denen du nicht ganz glücklich bist, dass du einfach nochmal neu anfängst, ja, und versuchst, das Ganze hier in einen Rhythmus und in einen Zeitplan zu leiten, der dir wirklich auf allen Ebenen entspricht. Ja. Und die Herrscherin, die Kaiserin, erstmal ist sie hier auch wieder dem Mond zugeordnet. Ja, das heißt, sie folgt ihrer Intuition. Ja, vielleicht ist es für dich an der Zeit, das Leben intuitiver anzugehen und eben zu schauen, dass die Zeitpläne nicht ganz so straff vorgezeichnet sind, sondern dass sie mehr intuitiv fließen. Ja, so dieses intuitive Fließen, das ist etwas, was ich für den Wassermann auch hier ganz stark bekomme. Und das unterstreicht eben auch nochmal der Mond hier mit diesem intuitiven Fließen. Ja, das ist etwas, was die Kaiserin quasi so im Blut hat, weil sie ein sehr weiblicher Charakter ist, der sehr intuitiv ist, der einfach fühlt und die Dinge kommen sieht. Und das ist egal, ob du männlich oder weiblich bist, ja, diese intuitive, fühlende Seite haben wir alle in uns, ganz egal, ob wir männlich oder weiblich sind. Und wenn die Dinge intuitiv fließen und unser Zeitplan nicht ganz so starr vorgezeichnet ist, ja, dann ist es eben so, dass wir einfach auch im Vertrauen sein müssen auf das Leben, ja, dass das Leben uns zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein lässt, um das Richtige zu tun. Und was die Karten eben hier auch noch sagen, ist, dass das viel besser klappen wird, je intuitiver du deine Zeitpläne angehst, ja. Je mehr du intuitiv isst, intuitiv dann ins Bett gehst, wenn du merkst, jetzt ist es Zeit und vielleicht auch, ja, mit dem Aufstehen ist ja immer so eine Sache mit der Arbeit. Manchmal müssen wir morgens eben einfach raus. Und die Karten sagen aber, je mehr du dich von deiner Intuition führen lässt, was dein Timing angeht, desto mehr Kraft steht dir zur Verfügung. Und das wird sich eben auch auf der materiellen Ebene hier auf allen Ebenen auszahlen. Ja, also du tust dir damit selbst einen Gefallen und damit, dass du dir selbst einen Gefallen tust, tust du auch allen anderen Lebensbereichen einen Gefallen. Ja, von dem her ist dieses intuitive Fließen für dich in allen Lebensbereichen einfach ganz wichtig, so dass du einfach mit dir selbst in deinem eigenen Rhythmus bist. Und ich habe hier noch Rama für dich gezogen. Im Loslassen erreichst du deine Ziele. Und das Loslassen ist hier bezogen auf alles, was dich aus deinem Rhythmus bringt. Alles, was zu sehr in Zeitpläne, Stundenpläne reingepresst ist, die dir persönlich nicht entsprechen. Ja, lieber Wassermann, soweit deine Botschaft aus der geistigen Welt für den April. Ich hoffe, sie war dir hilfreich, konnte dich ein wenig inspirieren. Ich freue mich riesig über Likes und Kommentare. Wünsche dir alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.